Yo, YouTube-Freunde, da sind wir schon wieder. Willkommen, dass du, oder vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir machen doch direkt weiter mit The Watch Dogs Legion. Stimmt, in der letzten Folge haben wir ja diese Aufgabe mit ihm abgeschlossen. Jetzt wollen wir schnell da oben das Graffiti machen und dann schon direkt in die nächste Aufgabe uns reinstürzen. Das war doch jetzt aber hier nicht das mit denen hier. Oh mein Gott. Warum steht sowas mitten in der Stadt? Ich meine, okay, das haben wir uns ja in Berlin auch, sowas, so ein so Militärfriedhof. Also so, wo geschützt rum. Ja, ist auch egal. Wir kommen jetzt da hoch. Wir hatten noch gefunden, oder hier gerade noch. Da oben ist halt eine Frachtdrohne. Da haben wir sie doch schon. Müssen wir nur noch zu uns kommen, damit wir uns da hinstellen können. Oder raufstellen können. Oh mein Gott, nicht umfliegen. Ich will das Ding nicht auf meinen Kopf landen. Danke. Jetzt habe ich das Ding ausgemacht. Oh mein Gott, ich. Oh fuck. Hat keiner gesehen. So, dann schnell mal das Graffiti da hinten machen. Ah nee, das war zerstören. Ah. Ach, das war. Okay, das war das Ding. Das war ja das Ding. Stimmt. Na, dann interagieren wir mal damit am besten. Zeit, der Stadt Farbe zu geben. Ja, sehe ich auch Ich so. habe immer gesagt, dass London mehr Deko vertragen kann. Propagandastern. Das sieht so krass aus, ohne Witz. Erledigt. Was das Super. Imperial War Museum angeht, bist du fertig. Aber je weniger Albion-Propaganda in Lambeth, desto besser. Das ist richtig. Deswegen wollen wir doch mal direkt hier wieder runter, ne? Und wie weit ist denn die nächste Aufgabe eigentlich weg? Ach, die ist da drüben. Ach, die ist bei unserem Versteck. Ja, dann werden wir das machen. Den machen wir doch einfach mal das hier und fliegen uns, teleportieren uns mal schnell fix darüber. So, das Ding haben wir erledigt. Das gefällt mir. Jetzt müssen wir nur noch zu unserem Versteck, um die nächste Aufgabe zu vollenden, wollte ich gerade sagen. Konnten wir nicht? Warte mal. Das vergesse ich auch immer wieder, ne, dass wir das können. Sage mal. Oh Gott, sorry. Das war mein Fehler. Auf Platz machen. So, dann wollen wir doch mal runter. Wir müssen noch mal die zwei anderen Aufgaben machen, die wir noch haben. Weiß ich nicht, du, sag du es mir. So, sehr schön. Ab und dann unser Versteck. Wir könnten sie theoretisch. Ach nee, sie wollte ich ja so lassen. Sie wollte ich ja gar nicht umziehen. Dann nicht. Aber wir haben da und da noch eine Aufgabe. Wir reden erstmal mit dem beiden, bevor wir uns in die nächste Hauptaufgabe stürzen. So, Hallöchen. Oh Mann, das ist krass. Hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Was soll das heißen? Das ist Stormzy. Du weißt schon, Vossi Bob, shut up, Glastonbury. Er hat uns eine Nachricht geschickt und fragt direkt nach DedSec. Jetzt sind wir große Fische. Das ist ein unglaublich wichtiger Auftrag für uns. Ja. Ich schick dir die Nachricht. Und ich flehe dich an, verkack das nicht. Das ist doch nicht in meiner Absicht. Stormzy, fall on my enemies. So, da können wir Was mit Kelly geht's, noch sprechen. Dedsec? Oh. So sieht's aus. Der Service ist schon länger hinter mir her. Blockt meine Kanäle, schaltet jeden meiner Streams ab und sperrt meine Bankkonten. Ich habe immer die da oben kritisiert. Und jetzt wollen sie mich aufhalten. Ich habe diesen neuen Track, der ist echt krass. Und den lasse ich hier. Und dann verbreiten wir ihn weltweit. Das wird größer als alles, was es bisher gab. Aber ich brauche eure Hilfe. Der Service weiß, dass wir hier sind. Die haben unsere Verbindung zu den Servern gekappt. Und ohne Server keine Show. Aber es müssen alle sehen, was sie uns in London antun. Die behandeln uns wie Wilde. Wir sind nur Kanonenfutter. Fuck. Kämpfen wir gemeinsam. Fuck. Hier bewegt sich was. Shit. Okay, dann los. Ihr habt Mr. Stormzy gehört. Es gibt was für DedSec zu tun. Wir müssen durch die Hintertür in Albions Server und diese illegale Show schmeißen. Oh, dann machen wir das doch einfach mal. Aber erstmal sprechen wir noch mit Kelly. DedSec, mir wurde eine mögliche Entführung gemeldet. Ich schicke euch die Infos.
klang, als hätte es mit was Großem zu tun. Das ist eine echte Chance auf Gerechtigkeit. Okay, mal sehen, was wir tun können. Ja, super. Dann werden wir das mal im Hinterkopf behalten und mal gucken, was wir so machen können. Jetzt gehen wir aber erstmal zu ihm. Bin da. Können wir anfangen? Also, Meliks Informationen stimmen. Ein paar abtrünnige SAS-Officer wollten DedSec den Anschlag in die Schuhe schieben, um sich die Macht über die Regierung zu sichern. Jetzt merken sie, dass sich einige gegen die neue Ordnung wehren und machen euch verantwortlich. Ich denke, es sind die Leute, die ihr Zero Day nennt. Ich kenne ihre Namen nicht, aber sie müssen ganz sicher einen Anführer haben. Nach meiner Erfahrung ist das Entfernen des Anführers. Schon kapiert. Stirbt der Anführer, stirbt Zero Day. Aber warum kommst du jetzt damit? Vor 2 Wochen hat eine Briefkastenfirma von Zero Day 40 Kilo Semtex aus einem alten Depot des sowjetischen Blocks importiert. Das Zeug hat London aber nie verlassen. Das heißt, dass Zero Day einen Anschlag plant, der die früheren wie ein Lagerfeuer aussehen lassen wird. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Wie wir leider alle wissen, sind gefakte Angriffe ein Propagandamittel für Despoten. Töte viele Menschen, dann wird sich der Rest dem scheinbaren Retter in der Not fügen. In diesem Fall Zero Day. Das heißt, wir beide wollen rausfinden, wer die Strippen bei Zero Day zieht und sie stoppen. Wir müssen die Akten aller Personen besorgen, die mit den früheren Anschlägen und deren Vertuschung in Verbindung stehen. Dann können Malik und ich die Beziehungen analysieren und den Anführer von Zero Day entlarven. Und ich bleib dran zur Überwachung. Naja, wenn Malik recht hat, ist Zero Day also ein zwielichtiger Haufen Spione, der die halbe Stadt hochgejagt hat, um heimlich die Regierung zu übernehmen. Aber jetzt sind sie angepisst, dass sich jemand wehrt und wollen das Gleiche wieder machen. Wie furchtbar. Das sehe ich auch so. Man sollte doch meinen, dass ihnen noch was anderes einfällt, außer einem weiteren Bombenanschlag. Irgendwie langweilig, oder? Das kann nicht unsere Schuld sein. Wir haben uns doch nur gegen Zero Day gewehrt, oder? Hey, wir sind die Opfer, nicht die Schuldigen. Ich werde lieber 1000-mal hochgejagt, als mich von solchen Möchtegern-Tyrannen unterdrücken zu lassen. Ja, das ist absolut verständlich. Dann gehen wir nochmal hier raus und gucken wir mal, was wir jetzt so machen sollen. Wir sollen ja die Akten von den Mitgliedern von Zero Day besorgen im HQ. Aber wir haben ja noch 2 andere Questen jetzt. Also, aber wir haben ja noch andere Questen. Neben Mission Stormzy, das. Und wir haben hier hinten noch 2, die wir ja noch machen können. Ich glaube, das ist mein actually jetziger Auftrag, den ich machen will. Doch, ich will schon, wie gesagt, ganz gerne alles mitnehmen. Nicht nur durchbrushen, nochmal da was angucken und hier was angucken und die ganzen Nebenmissionen natürlich auch. Deswegen lasse ich mir ja so viel. Ey, da ist eine Deutschlandflagge, eine kanadische, eine spanische. Und die anderen, die japanische erkenne ich noch, die anderen erkenne ich jetzt aber gerade so. Ist das Persien? Nein, das ist nicht Persien. Das muss doch die finnländische oder schwedische sein, oder? Sicher bin ich mir nicht. Ich will jetzt keine falschen Informationen rausgeben. Aber so eine kanadische, Deutschland, Spanien und so weiter ist jetzt alles kein Problem. Naja, egal. So, wir wollen erstmal dahin. Dafür brauchen wir erstmal... Ach komm, schnappen wir uns mal so ein Motorrad hier. Moped. Nicht Motorrad. Moped. Wir fahren mal hier durch. Leute, darf ich mal ganz kurz? Ich will euch gar nicht lange stören. Ich muss mal ganz kurz hier durch, okay? Dankeschön. Echt freundlich von euch. Und ich denke, sind ja gar nicht so langsam. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Das Ding ist auf dem Dach. Um welchen Abteil bin ich denn hier gelandet? Das sieht ganz schön nach Deutschland hier aus. Oh Gott. Wie komme ich da hoch? Hier ist eine Treppe. Guck mal eine an. Ist ja gar nicht so schwierig. Ich muss sagen, ich finde es schon heftig, wie sehr man das hier doch erkennt, wo ärmere Viertel sind und wo die Reicheren wohnen. Das ist schon echt heftig, ja. So, unser Kontakt oder mit dem wir sprechen sollen, soll hier drüben sein, an dem Kasten. Okay. Na dann, ran hier. Mal gucken, was wir hier finden. Brixton Arcade. Hier ist was. Mission gestartet. 404 Error. Oh, die hatten wir schon lange nicht mehr. Super. Dann gehen wir mal kurz zur Mission. Ja, warte mal. Die könnten mal wieder auf
Technik gehen, da haben wir doch einige Punkte, ne? 70, guck mal, die haben wir noch gar nicht. Das sind die nächsten, die ich mir jetzt kaufe. Jo, danke schön, dann können wir die wenigstens jetzt auch verwenden. Wir könnten noch einmal dir kaufen. Nope. Dann haben wir noch 40, alles ganz cool. Hack ein Geschütz, damit das seine Verbündeten bekämpft. Das ist cool. Hack eine Kamera, damit das... Guck mal, ich habe noch so viele Punkte noch gar nicht verteilt. Hier gibt es auch noch mal. Hack eine Jagdrunde, damit sie ihre Verbündeten bekämpft. Jagdrunden sind cool. Die nehme ich. Die anderen kosten alle 40, ne? Ja. 60. Ach du Heiliger. Ah ja, das könnte ich mir auch noch holen. So ein Schild hatten wir bisher noch nie, ne? Das hatten wir tatsächlich noch gar nicht. Aber jetzt machen wir es mal. Wir haben auch so viel, so gut wie... Also wir haben schon einiges. Das finde ich doch ganz schmackotastisch. Jetzt gehen wir mal ganz kurz Mission. Ja, perfekt. Die haben wir auch schon ausgewählt. Die ist wo? Die ist da hinten. Da können wir ganz einfach das machen. Ganz einfache Geschichte. Super. Ne, wie gesagt, ich will alles Mögliche mitnehmen und... Ja, why not? Andere rushen durch das Spiel durch. Ich nicht. Ich bin da ganz entspannt. Das soll anscheinend, so wie es aussieht, was hier drin sein. Ah, da komme ich gar nicht hoch. Ja, das ist ja eine ganz doofe Geschichte. Ja, das ist hier drin, aber da komme ich ja leider nicht so einfach durch. Aber ich komme hier rein. Oh shit, warte mal. Das ist nicht gut. Kann ich sie nicht anlocken? Ich hasse mich. Aber okay, das haben die nicht mitbekommen. Jetzt haben wir das Schild equipped. No. Okay. Ja, er ist tot. Ich finde es aber immer noch heftig, dass wir uns, dass die uns nicht sehen. What the fuck? Wie hab ich denn jetzt gewechselt? Ach, wie hab ich denn so wechselt? Was? Wusste ich gar nicht. Hey, wie cool. Aber das kennen wir ja schon. Das Gebäude kennen wir ja eigentlich schon. Können wir denn irgendwo rein? Ja, ich... Ach, guck mal, hier. Ah, nee, das ist ja wieder... Ja, das ist doof. Das ist nicht so gut. Die gab es doch irgendwo hier. Passe ich hier durch? Nein. Haha, easy. Ja, schießen, 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 schießen. Da sind so viele. Da sind gerade so viele. Nein, da waren so viele. Okay, wo ist die andere Drohne hin? Keine Spur der Zielperson. Brechen wir ab. Damn, wo ist die andere Drohne? Wir hatten doch gerade hier noch eine. Ist die jetzt drin? Oder ich sehe sie einfach nur nicht. Wer ist? Ach, da. Guck mal, ich habe noch eine. Wir können immer noch Spaß haben. Wir sind so rein, ne? Oh, mein Freund. Kannst du bitte sterben? Danke. Wechseln. Das Ding trifft nicht. So, stirbt mein Freund. Ach Gott, da war noch jemand. Aber gut, es sind nur noch zwei. Jetzt können wir auch... Ramba. Oh Gott, was man jetzt? Was ist schon bei dir los, du Clown? Kann ich bitte hier hoch? Danke. Okay. Zielperson verloren. Verständigen wir das Hauptquartier. Nein, hört auf, nicht das Hauptquartier. Mann, das Ding ist jetzt wieder da unten. Jetzt darf ich hier einmal... Oh Gott. Ach, du bist nur sowas. Du bist mir egal, tatsächlich. Okay. Wir müssen mal ganz kurz einmal hier ran, bitte.
Ah, guck mal, hier können wir auch einfach hier hochlaufen. Sie kann überall sein. Das ist richtig, aber ihr seid auch nur noch zu zweit, was die Sache ein bisschen entspannter macht. Hier ist keiner. Noch keine Spur. Ist das so? Hier ist niemand. Ich suche woanders. Hallo, mein Freund, ne? Ist das so? Machen wir mal ganz kurz das hier da oben, ne? Es ist hier runtergelaufen. Ich bekomme das. Hallo? Wir haben ja alles abgeriegelt. Ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Sehe ich auch so. Was ist denn jetzt da draußen los? Warum fliegt denn ein Helikopter so niedrig? Was ist das? Dann können wir jetzt auch rennen, ne? Wir haben ja theoretisch alles. So, und hier waren wir ja tatsächlich auch schon mal. Wenn sich der ein oder andere dran erinnern kann. Ja, okay, gut, dann warten wir doch mal ganz kurz. Ach, Teil des Advanced Technologies. Okay. Und hier soll ich abfahren, nehme ich an. Ja. Ist ja. Nicht mehr so schwer. Das ist ja jetzt nicht mehr so schwer. Es war. Ich fand das schon witzig. Hallo? Ach, guck mal hier drüben. Jupp. Steig mal ein. Ach, Haas, die Sirene. Mission abgeschlossen. Tüta, tüta, tüta. Geht das? Wie stark bist du? Okay, reicht. Oh, ein Straßenkünstler. Toll. Sowas will ich. Desorientiert Gegner. Das ist cool. Aber ich hätte ganz gerne einen Spion. Oh Gott. Ja, macht mal hier Platz. Sekunde. Wieso kann ich keine Bäume wegmachen, Mann? Lass mich doch die Bäume wegmachen. Ich wollte eigentlich da vorne zu diesen einen Markierungen auf der Karte, dieses grüne. Oh, ich habe dich quasi nicht mitgenommen. Es tut mir leid. Oh, was bist du? Ein Vermieter mit einer... Rekrutiere Edmund Miller. Dann reden wir doch mal mit ihm. Hallo Edmund. Du siehst aus wie jemand, der etwas verändern will. Dedsec, richtig? Gut. Du kannst mir bei etwas helfen. Vielleicht. Worum geht's denn? Ich habe bei dieser wohltätigen Untergrundorganisation mitgeholfen, um Flüchtlingen vor der Deportation und so zu bewahren. Ich habe versucht, ein paar der Flüchtlinge anzurufen, denen ich geholfen habe, aber erfolglos. Entweder sind das undankbare Bastarde oder ihnen ist etwas zugestoßen. Interessant. Sollen wir uns die Sache für dich ansehen? Sicherstellen, dass alles in geregelten Bahnen läuft? Natürlich müssen wir. Hat sein Kontakt bei der Wohltätigkeitsorganisation ihm aus einem bekannten Clan Kelly Unterschlupf geschrieben. Für die Kellys fallen mir viele Adjektive ein, aber wohltätig gehört nicht dazu. Die müssen irgendwas vorhaben. Ganz genau. Ich schicke dir den Ort, damit du es dir ansehen kannst. Danke. Nein, ich will das Auto nicht wieder kaputt machen, das wäre nicht so cool. Dann fahren wir doch mal fix dahin, machen wir mal schnell die Aufgabe, dann... Hätten wir bald jemand Neues in unserem kleinen Kreis. Bei den MP5 würde ich auch ganz gerne mal spielen. Ich weiß nicht, ich mag die ganzen MP-Waffen. Da bin ich doch eher drin. Ich meine, ich mag auch die M4 A1, das Sturmgewehr. Aber naja. Oh Gott, das war zu schnell. Wie wir angenommen haben, ist das eine ausgewachsene Kleinkelly-Operation. Die scheinen hier aus irgendeinem Grund Immigranten ohne Papiere festzuhalten. Du solltest sie befreien und dann unseren Freund kontaktieren. Bin dran. Das finde ich jetzt aber nicht so cool, wenn ich ehrlich sein soll. Das war ich nicht.
So, werfen wir das mal ganz kurz rüber. Dann gucken wir mal ganz kurz, wie wir doch eigentlich hier rein. Kann ich eigentlich hier hochklettern? Ja, sehr cool. Du bist doch safe und feind, ne? Natürlich. Das stelle ich nachher online. Die Zielperson. Vorsicht. Clan Kelly bringt sie vielleicht lieber um, als sie entkommen zu lassen. Jupp, hallo. Wir retten dich mal, mein Freund. Zeit, ihn rauszuholen. Die Frage ist, von wo und wie soll ich das am besten machen? Da werde ich wahrscheinlich gegen den Zaun schießen. Nach und nach. Sehr gut. Diese Kryptofarm wurde endgültig geschlossen. Ich lasse es unseren Klienten wissen. Unser potenzieller Rekrut kontaktiert uns. Ich stelle ihn durch. Das ging ja fix. Ich stehe in deiner Schuld. Jupp. Die beste Möglichkeit, dich zu revanchieren, ist einzusteigen. Detzer könnte dich gebrauchen. Hey, schön. In Ordnung. Dann haben wir das auch schon abgeschlossen. Dann würde ich ganz gerne mal wechseln, weil den würde ich auch ganz gerne mal spielen wollen. So falsch. Jupp. So, genau zu ihnen möchte ich. Genau zu ihnen würde ich ganz gerne wollen. So, wir spielen halt immer nur die gleichen Charaktere. Detzek sieht in dir großes Potenzial. Mhm. Ich glaube, du wirst uns nicht enttäuschen. Oh ja. Ich warte schon ewig darauf, jemandem ordentlich einzuheizen. Ja. Ja. Sehr cool. Dann spielen wir jetzt mal endlich mal jemand anderen. Lang ist es her. So, hier können wir ganz kurz gucken. Mission. Wir haben noch zwei andere Sachen. Ne? Wir haben noch hier was, hier noch da was, hier noch hier was. Wir machen mal die hier. Wo ist denn die Mission? Ist die weit weg? Die ist da hinten. Könnten auch die Imkerin könnten wir auch nochmal spielen, ne? Ja, guck mal dahin. Manchmal würde ich mir wünschen, man könnte sich mit den Autos hin und her teleportieren. Das würde die Sache ein bisschen entspannter und einfacher machen, als wenn ich jetzt die ganze Zeit immer unten in der U-Bahn stehe. Und mir erst wieder ein Auto holen muss, was? 14.000 Sleep Outside. 14.000 Obdachlose nehme ich an. Verdammt. Hallo, Elvian. Wie lange werde ich diese Dreckskerle am Hals haben? Bis du sie abschüttelst, ja. Was wären wir bloß ohne Bags großartigen Rat? Ja. True. Oh Gott, die Dinger fahren sich ja richtig beschissen. Nein. Oh, das ging ja schnell. Das ging fix. Kontakt zur Zielperson. Beenden Verfolgung. Ende. Herausforderung abgeschlossen. Was für eine Herausforderung. Okay, cool. Danke. Ich habe eine Herausforderung abgeschlossen. Oh, der ist tot. Die lebt auch nicht mehr. Hallo Bus. Du hast jetzt leider da eine kaputte Scheibe. Es tut mir leid. Aber ich brauche... Was war das denn gerade? Das sah so aus, als wäre hier irgendwie so ein Zeppelin so ganz, ganz tief geflogen. Stopp, 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 Digga, stopp. Rückwärts. Digga, bin ich mit Laufen sogar schneller. Oh, wir laufen dahin. Ich mag das nicht. Nie wieder. Okay, was sollen wir jetzt hier machen? Weg, du stehst mir im Wege. Ich soll hier ran. Was? Warte mal, ich habe heute keine Zeit. Sekunde. Wo geht das denn hin? Das Fahrzeug wurde gehackt. Suche den Eindringling. Ist okay, mach das. Oh Gott. Da können wir nicht. Wir sollen das da machen. Auf den Server zu. Wie will er eine Show geben, während er sich versteckt hält? Und eins, okay, da brauche ich definitiv. Yo, was geht, Leute? Hier ist Stormzy. Hier ist Big Mike. Und Deadsec ist an meiner Seite. Yo, Deadsec! Yo, Planet Erde! Jeder, der das sieht, soll die Nachricht verbreiten. Reicht. Der SARS ist hier und sie wollen uns kaltstellen. An jeder Ecke sperren uns aufgepumpte Wachen ein, ermorden uns. Und wenn sie das nicht können, nehmen sie sich einfach, was sie wollen. Sie machen uns arm und verprügeln uns, damit wir keinen Widerstand leisten. Ach du heiliger Bimba. Wisst ihr was? Nichts davon ist neu. Die Herrschenden haben immer versucht, uns klein zu halten. Jeden Tag dieselbe Scheiße. Und ich? Vor mir haben sie am meisten Angst. Denn ich bin ein schwarzer Mann mit Geld. Ich habe was zu sagen.
Ich habe genug Macht. Ich habe die Technik. Ich bin berühmt. Ich habe Fans. Und DedSec kämpft an meiner Seite. Ganz egal, wie hart sie uns treffen. Und ich meine uns alle. Wir müssen weiter die Wahrheit sagen. Und wenn uns jemand aufhalten will, uns in die Knie zwingen will, dann kann ich nur sagen, let the rain fall on our enemies. Let the rain fall on the enemies. Okay, doch erst runter, damit ich das auch machen kann? Ja. Hä, hey, was habe ich jetzt falsch gemacht? Nee, das funktioniert. Okay, perfekt, das haben wir auch geschafft. Sehr cool. Und jetzt können wir das hier machen und jetzt kommen wir hier ran. Sehr schön. Ich habe eine neue Drohne für dich besorgt. Du darfst einen Testflug machen. 1% Upload. Was? Was für eine Drohne? Oh, cool. Jetzt haben sie uns bemerkt. Nichts und niemand darf die Übertragung verhindern. Warte mal, das ist aber nicht so cool. Dann halt so. Kann ich das Radio ausmachen? Nein. Schießen die von unten auf der Straße? Ja, anscheinend da. Wo? Also, super entspannt. Ich habe jetzt gar keinen Stress, wenn ich ehrlich sein soll. 60-50% haben wir schon. Mega. Was wo? Ach lol. Hä? Wie cool ist das denn bitte? Wie cool ist das denn bitte? Hallo, ich bin gerade hier beschäftigt. Beschäftigt, will was angucken. Sekunde. Ja, wie cool ist das denn bitte? Ich weiß, das ist gerade ziemlich laut, aber ich kann doch es auch leider nicht leiser machen. 70% haben wir ja schon. Oh Gott. Ich guck mir gerade hier was an, das kann nicht sein. Ich finde das mega cool gemacht. Hallo? Wer schießt denn hier auf mich? Oh, wir sind fertig, ich habe einen Lag. Dann Bild. Crash ist das Game. Das wäre nicht so cool. Das hat mega, mega lang gedauert. Ah, jetzt perfekt. Ah ja, wir sind fertig. Wir sollen mal abhauen. Verzieh dich jetzt, sonst bringen sie dich um. DedSec, ihr werdet nicht glauben, wie das vom Boden aus aussieht. In dieser Stadt ist heute Nacht mächtig was los. Nee, ihr solltet laufen. Ja, gib mal Gas, halt mal an, danke. Ich muss mal ganz kurz abhauen, bitte.
Ja, ich auch. Tschüss. Aber wie cool sieht das bitte aus? Oh mein Gott. Super. Keine Spur der Zielperson. Ende. Herr Mega, ich mag das. Also die Grafik ist einfach Orte, wo wir schon mittlerweile sind, wo wir stehen. Was wir an Spiele entwickeln können mit der Grafik allein. Oh mein Gott. Gott, ich bin da gerade ein bisschen proud. Ja, ich bin da gerade ein bisschen proud. Hey, oh, Stormzy. Der Track tendet auf der ganzen Welt. Das ist ja cool. Der Sir dachte, er könnte uns den Stecker ziehen, aber von wegen. Ihr wart echt der Hammer. Ich bin immer noch mega high von der Show. Wir haben es echt geschafft. Sorry. Geiler Scheiß, der Zack. Wir sind ein krasses Team. Meine Videodatei mega. So, wir müssen mal ganz kurz gucken. Stormzy. Ach, wir haben immer noch die gleiche. Jetzt nicht mehr. So, wir haben jetzt noch Caitlins Anfrage. Sprich mit der Kontaktperson über die Entführung. Die ist wo? Ach ja, natürlich ist sie da drüben. Na klar. Na klar. Na klar. Na klar. Na klar. Na klar. Wir sind ja schon bei 32 Minuten. Verdammt. Gut, Leute, ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Wir sind schon bei 32 Minuten. Das ist nicht so gut. Scheiße, nicht drauf geachtet. Egal, ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Wenn du meinst, du magst den Content, den ich mache, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, kommentierst oder ein Like da lässt. Das hilft nicht nur mir, hilft auch dem Algorithmus. Ja, wir sind bald die 100 Abonnements, würde mich freuen. Jetzt aber... Nee, wait. Wenn du mal Lust hast, nochmal in einem Stream dabei zu sein, guck mal in der Videobeschreibung. Ich weiß, ich stehe dir gerade im Weg. Entschuldigung. Guck mal in der Videobeschreibung. Da findest du mal einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal sogar schon im Stream. Jetzt aber bis zum nächsten Mal. Euer Teddy. Tödelü. Ciao, ciao.